Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der gleichen Aufnahmesession wie die drei Folgen zuvor mit Jack Fleischhammer und dem Wodan. Guten Tag. Hallo, Mia. Hallo. Was geht? Was geht? Ich sag's euch ganz konkret. Wo sind so, alle Tage. War der vor dem, hinten drin? Was denn? Wo ist denn der Brunnen jetzt? Der ist hinten im Hinterhof, meine ich. Ah ja, dann. Gatte. Ne, hinten andere Seite. Was machst du denn da? Er zerstört das Krankenhaus, oder? Verdammt. Wo ist das Geräusch jetzt? Du kannst darüber sprechen. Also, wo ist denn der Brunnen jetzt? Es gibt einen Brunnen. Im Hof. Nee. Nicht? Nee. Doch hier hinten auf der anderen Seite, oder? Nicht? Hier ist kein Hof. Und auch kein Brunnen. So ein Pittiplatsch. Ah, vielleicht da. Hier ist noch ein Hof und Brunnen. Ah, ja. Hier ist noch ein Hof. Was war das? Ja. Du bist doch voll einer in der Raffel, oder? Der ist heute irgendwie anders. Irgendwas stimmt heute nicht. Was ist denn mit euch los? Stimmt überhaupt gar nicht. Verhalte mich wie eh und je. Ja, stumm. Das war ich nicht. Hast du Wasser geholt? Ja, habe ich Wasser geholt. Siehst du? Unendliche Wasserquelle. Ja, das stimmt. Sag einfach so aus. Komm nicht raus. Hab ich noch nie gesehen, was ist denn das Hallo-Symbol oben? Serendipity hat einen verdammten Briefkasten. Ja, hat sie. Ich hätte auch gerne einen. Ja, Briefkasten? Wusste es, dass ja. Und Rechnung, Abmahnung, Rechnung. Okay, ich mach den Briefkasten wieder weg. Abmahnung. Was ist das für ein komischer Brunnen? Oh, das war gut. Leider mal, hast du dich da verewigt oben auf dem Brunnen? Nein, da habe ich nichts mit am Hut. Fliese. Pitti Platsch, oder? Scheiß Wasser. Pitti Platsch? Nein. Ich brauche mehr. Ich hole mir jetzt bitte? 10 Eimer und mach das mit 10 Eimern voll. Ist gar kein Problem. Für Geronimo Fleischhammer. Recipes. Bucket. 2, 3, 4, 5 Eimer. Oh, hier ist ein Eimer. Time for Eimer. So, was sagt hier eigentlich der. Ja. Der Mixer, der macht jetzt richtig. Der mixt raus. Hier. Ich muss gegen Strom anschwimmen. Der macht richtig Alarm. Hier ist eigentlich immer noch eine Pipe, man versteht nicht. Wo sind die Eimer? Verdammte Scheiße. Eine Pipebomb, ja, die habe ich dir geschenkt. Ja, ich weiß. Als Andenken. Genau, nennen wir es mal Andenken. Mhm. Ich werde nie vergessen. Du weißt genau, wo Wodan wohnt. Wie er explodiert ist. Wieso, weiß man das so genau? Weil er 5 Kilometer Stacheldraht nimmt. Ja, das ist Wodan zu Hause wahrscheinlich das sicherste. Oh, boah, das hat kurz geleckt. Nein, Pittiplatsch hier ist. Hast du mal im Vorgarten gesehen? Da ist ein Meer aus Spikes. Ein Meer aus Hack? Das ist ja nicht. Also im Gegensatz zu deinem ist ja wirklich ein Witz. Obwohl nach hinten, nee, es geht. Es geht. Jackfleisch. Nee, Fleisch so. Was steht denn da? Jay Fleisch. Sieht man leider nicht so gut. Ich finde es blöd. Jay Fleisch. Ich finde, das Spiel braucht eine Lackierpistole. Kennt ihr ein anderes Spiel? Funktioniert gut. Drüber nach. Es gibt andere Spiele, funktioniert jetzt gut. Ja, die hören ja nicht, nicht auf einen. Fund-Dings da. Pack da. ich laufe hier rum wie SHB-Männchen. Was mache ich denn heute? Tag 27. Was könnte ich tun? Anfangen, abzusichern mit so einer kleinen Zwischenmauer aus einem Bett. Stacheldraht. Komm hier nicht mal raus. Meinst du, das war so eine. Ja, dass sie nicht gleich durchrennen wieder. So. YOLO! Brauchen wir da Holz zu? Wahrscheinlich schon, ne? Und bei mir drin in der Kiste oben ist Fehler. Holz. Fehler? Wie? Barbwire. Gibt's das nicht? Muss man das im Inventar craften? Das musst du im Inventar craften mit Forged Iron. Mit Forged Iron. Jetzt ist das Problem, das komplette Eisen hier in. Ich breche es ab. Breche noch. Breche es ab. So. Breche es ab. Tu es. Breche es ab. So, 100 Forged Iron dauert 5 Minuten. Wir haben schon so viel Bäume gepflanzt. Das sieht richtig aus wie ein Wald drum uns herum. Also richtig. Ausgezeichnet. Ganz. Ist das nicht auch eine Idee, die ein bisschen aufzuhalten? Nee, gell? Bäume?
Nee, die Zombies, die so kommen. Also, ich verstehe jetzt gerade nicht, was du jetzt hinaus willst. Sich Bäume pflanzen, damit die Zombies auch dadurch aufgehalten werden. War auch so dicht kannst du die ganze gar nicht pflanzen. Leider. Ja, wenn ein Meer aus Zombies kommt und ein zwischen die Bäume... Ein Meer will, aus Hack. Hey, wird's ein Hack? Alles wird aus Hack, immer. Also geht das jetzt hier nicht? Aber seit wir das alles mit Stahl verstärkt haben in der Basis, ist es saudunkel geworden hier drin. Ja, finde ich auch. Jack hat noch 50 Fackeln in seiner Kiste. Geht doch niemand an. Dann nehme ich gar nicht. Ich überlege jetzt gerade, wie sieht es denn aus? Wie sieht es mit Schrotflinten aus? Soll ich dir es wirklich jetzt nochmal sagen? Ich muss skillen, ich weiß. Ah. Gut, dann skill ich doch meine... Ja. Oder Pistole. Nein, nee, nicht Pistole. Nein. Danke. Weil ich mach die Handling, weil geht schon. Da habe ich 220 Schuss für. 225, ich bin nur Level 40. So, dann gucken wir mal nach dem Eisen. 32 haben wir schon. Geht denn das jetzt nicht? Ach, der Barb Bayer wird wirklich ausschließlich... Barbed. Ah, nee, Moment. Barb Bayer Fans muss man ja machen. Richtig? Du wolltest die Fans haben. Ja. Ja, die langsamer werden. Hä? Hm? Okay. Mann, er macht doch nicht, was ich will. Was versuchst du denn zu machen? Den scheiß Pool voll. Ja, weiß ich ja nicht. Schrei so an! So, dann würde ich sagen, machen wir so ein bisschen Fans vor die Rampe, oder? Dass sie nicht so hochlaufen können. Jetzt. Oder? Ich hol einfach nochmal Wasser. Was soll der jetzt? Hallo? Nein? Was machst du für eine Rampe? Was möchtest du? Vor die Rampe. Was möchtest du machen? Fans. Ja, die laufen da. Nee, nicht doch die! Dann laufen wir selber gegen. Hä? Du kannst doch hier. Mal rüber. Du musst ja. Okay. Probiert nochmal. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist kacke, da können wir nicht hochrennen. Ja, dann lassen wir in der Mitte einen frei. Probier mal. Ah! Tust dir weh? Ja, ich tue mir weh. Und ich verlangsame mich und werde dadurch sterben und dann ist das Spiel vorbei. Also für dich. Bist du dämlich, da durchzugehen? Lauf nochmal. Ich glaube nicht. Nein, ich komm nicht und probier es aus. Vielleicht habe ich einfach keinen Bock, dass das vor der Tür steht. Das sieht doof aus. Außerdem macht es keinen Sinn. Also ich komme da wunderbar durch, wenn du mit dich durchgehst. Okay, wir werden in Paniksituationen nochmal miteinander sprechen. Einfach nur, dass die Zombies hier nicht raufrennen, das ist schon okay. Die rennen doch, aber die laufen noch, also die... Also, wird doch alles gut. Ja. Sechs volle Eimer, da komme ich jetzt mit nach Haus. So. Sechs volle Eimer und meine nicht euch damit. Was? Was? Was hast du? Ich könnte hier einfach mal... Oh! Sollten wir holen? Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ich auch nicht, ich bin unten. So viel Holz vor der Hütten. Na Mann, ich gehe hoch. Siehst du ihn? Ich komme doch jetzt hoch. Ich habe den Flieger gesehen, aber ich sehe nicht den Drop. Den Drop. Wir haben viel zu viel Holz. Dropkick. Wir haben viel zu viele Bäume vor der Hütte. Ja. Ja, ich sehe ihn. Hast du ihn gesehen? Hinten raus? Holen Richtung Süden ist er. Verdammte Scheiße. Ja. Ratsch, ratsch. Schrotze raus. 600 Schuss. Reicht für hin und zurück. Wo wolltest du noch Zäune aufstellen? Du, gar nicht. Du warst. Was? Nee, Bruder hat gesagt. Mit das Barbed Wire, aber nicht mit. Mit Barbed Wire? Ich dachte mit diesen Fans. Ich bin für Barbed Wire gewesen. Ja, Barbed Wire ist gut. Na toll, und ich crafte hier Dings. Fans, ja, ja. Du machst wieder deine eigenen Fans. Nein! Hat er gar nicht. Ich brauch. Ich kann nicht. Ich muss was trinken. Geht aber nicht. Kann ich die eigentlich an die Wand setzen? Kann ich die an die Wand setzen? Warte mal. Du kannst mich Captain nennen. Das ist hier eine Pipe? Achso, das war's, okay. Ach, das war das dämlich. Ja. Das ist total dämlich, aber naja. Hä? Ah, ich hab's ja in die Wand gesetzt. Achso, du redest.
Also du willst normale Barbed Wire machen. Und den als Art Mauer legen, oder wie? Damit die langsamer werden zumindest. Ja, damit die langsamer werden, dass wir die vorher schon schlachten können oder so. Du kannst sie auch übrigens auf die Pipes hier, die Spikes setzen. Spikes. Auf die Spikes setzen. Kannst du draufsetzen. Ich wollte mich mit Alt gerade umgucken. Ja, ist die Frage, wo halten wir uns auf, wenn wieder die Horde kommt? Nicht, dass wir wieder so Missverständnis haben. Wisst ihr, was ich meine? So? Also, wir werden die Hütte verteidigen. Wisst ihr eigentlich, dass wir direkt nebenan? Ja, was wisst denn? Ihr. So ein Lager haben hier. Lager? Verdammte Scheiße, ich hab das Ding verloren. Und hier sind. Minen. Mist. Ja, ich mach schon mal. Setz einen Tee auf. Gesundheitstee. Mach schon mal einen Tee. Du musst sie auf die Spitzen setzen, ja? Ja, du kannst sie auf die Spitzen legen. Ja, Silence of the Lambs. Nein, nein. Aber welche Spitzen? Auf den äußeren Rand am besten. Oh, ich hab das schon wieder gehabt. Nein, nein. Oh Gott. Mein Gott. Genau so. So ungefähr baut. Durch. Oh Gott. Was ist denn so. Hier, Kind? Verdammte Scheiße, was ist hier, Kind? Gehst du jetzt, Zombies? Da ist noch eine Chest hier. Wo ist jetzt hin? Fuck. Fuck, ey. Ich bin schon verzweifelt. Ja, Alarm hier. Stehen. Bitte? Ja, völlig außer Kontrolle gerade. Ich hab noch keine Zeit. Wieso wirst du sterben? Weil hier überall Zombies sind und mich mitten drin gestellt hat, dummerweise. Gute nicht. Jetzt kommt. Ich bin mal gespannt, ob das was bringt mit dem Stacheldraht oben auf den Spitzen. Ich auch. Also weißt du nicht, dass es funktioniert? Nein. Mann, ey. Das war Theorie von dir. Oh, das ist eine Theorie. Er macht einen fertig, ne? Hm. Oh. Oh. Wir werden ja immer nicht verrecken. Ich bin gespannt, weil wenn hier die Schmelzer kommen, weißt du, die sich hier ergeben. Die Schmelzer? Ja, da können wir doch eh nichts machen. Ob mit Barbed Wire oder Barbed Fence oder Barbed Palooza und Barbed Bang Boo. Schubi Schubi. Don't Rudy, I'm Rudy. Don't Rudy. Ich verstehe, ja. Bam, bam, do that, bam, bam, day. Too free. Mm-hmm. Das ist heute irgendwie merkwürdig, die Aufnahme sind. Das ist irgendwie sehr komisch. Mir macht mir das Angst. Ah, ich hab den ganzen Tag in der Sonne gelegen. Ich hab die. Ja, das merkt man nicht. Unfassbar, ich eigentlich einfach genossen. Und fühl ich mich gut. Ich hab kein Wasser und habe ich Stroh 80 genommen. Genau, ja. So leicht die Synapsen zerschossen. Den Säbel. Der und verbrannte. Das Säbel. So, nochmal, Serendipity, sage mir nicht, dass du hier jetzt den kaputt gemacht hast. Wo ist denn das hässliche Munitionskistchen? Du nennst meine Frau hässlich? Nee, das Munitionskistchen, Heik. Mhm. Ist nicht. Mhm. Und alles ist weitergegeben. Weitergegeben vor allen Dingen. Du hast doch Standleitung, hast du. Hört ja mit, die sitzt ja neben mir, wenn der Aufnahme muss ja kontrollieren, was hier abgeht, bevor ich mit anderen anbandel während der Aufnahme. Das kann passieren. Hallo Bruder, machst du schon wieder Mona? Ich habe ihm nur Hallo gesagt, nein. Das war ein anderes. Darf die Folge so raus? Nein. Ist er. Jetzt nicht zu fassen, wo ist der doofe. Hat sie das wirklich kaputt gemacht und sonst nichts gelootet? Kann auch nicht sein. Was ist nämlich alles ungelootet hier? Was ist denn los mit dir? Wo bist du denn und was erzählst du? Ich hab den Airdrop vergessen und hab mich an den. Kann das mal zur Absicherung beitragen? Mach ich doch. Außenraum. Ganz weit außenraum. Shit, Junge, ich grab das Ding gleich um hier. Ja, now Level 43. 43. Nee, so, der Stacheldraht ist fies vor der Rampe, dann werden wir in Panik, also. Also, er funktioniert super, gut. Test bestanden.
Wohnen eingestellt, Herr Stacheldraht. Das ist Ihr Büro. Hier, Ihr Tisch. Ab und zu Stuhl. Kommen Kollegen vorbei, die halten es natürlich auf. Genau. Mann, Erdrop. Mann. Also ich mache jetzt rund um die Zentrale, Stacheldraht, außen auf die Spitzen. Jo. In der Hoffnung, dass das uns was bringt. Jo. Ansonsten flüchten wir in die Mine. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, ja. Was bringt das? Ja, in der Mine, das ist aber nicht abgesichert. Ja, da. Brauchen Stunden, um reinzukommen. Eben. Also, ich werde mich in meinem Haus verschanzen. Kein Problem. Ja, der letztens alleine, hast du gemerkt? Ach Quatsch, das macht er nicht. Ich habe gerade 300 Stil in der Mache. Ich habe seinen Kühlschrank gesehen, da hat viel zu wenig Vorräte. Ich esse Zombiefleisch, kein Problem. Oder euch. Ich esse Zombies, weil ich hab die so gerne. Ich esse Blumen. Achso. Fleisch bringt mir Übelkeit. Verdammte Scheiße. Das ist ein langwieriges Unterfangen hier, Stacheldraht außen rum zu legen. Mhm. Ach, Quatsch. Geht so. Boah, wenn wir wieder runterfallen, das ist ein Spaß. Wir fallen doch nicht. Ja, wenn du dann in die Ritze fällst, wird schnell raus, weil dann sagt er, nee, wir haben ja Stacheldraht gelegt. Wie mit der Fans vor der Tür. Ich springe mal schnell nach Hause. Nee, geht ja nicht. Wir können eine Absicherung machen mit diesen Bars vorne drauf. Wir könnten einen Zaun daraus machen, was hättest du denn davon? Wir könnten Laser. Da können wir dann durchschießen? Aus Barbeil kannst du durchschießen? Nee, ich meine. Nee, oder meinst du diese Böcke genau, da? Diese Böcke meine ich. Da einen Zaun drum machen, stimmt, das würde billig sein, wird schnell gehen. Wird schnell gehen, billig sein und wir können durchschießen. Fleischhammer möchte sich in die Base einfinden, ich brauche wieder einen Steel Pickaxe. Verdammt. Ich hab den scheiß Airdrop nicht gefunden. Nur ein bisschen abgelenkt gewesen, muss man ja zugeben. Muss ja jetzt der eine oder andere sagen, ja. Ist okay. Verdammte Scheiße. Was? Scheiße. Ja, also da drüben kann ich eh nicht setzen. Aua, 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 aua. Also Mann, der Zaun hat mich gekratzt. Bisschen mehr. Reparierst du die auch wieder? Nee, das ist mein Blut, das hängt da dran, das sieht gut aus. Gutes Blutes. Guten Blut. Kann man eine Tür zwischensetzen? Kann man hier eine Tür zwischensetzen? Kann man eine Tür zwischensetzen? Wir gehen ja auch mit der Tür, du. Geh das alles. Mal aus. Das ist klar, oder? Tür, das geht. Oh, irgendwie geht. Ist hier Speeds oder was? Vielleicht, oder was? Too heavy? Ich kann schnell einen Kopf nagen, ne? Nein, da fehlt Clay. Nein, da fehlt kein Clay. Du kannst nichts craften hier. What? Ach, kein Brennmaterial drin. Dun, dun, dun. Memo an mich, Jack, Basiserweiterung. Da war schon. Basis, Jack Basis, Jack an Basis, bitte. Eine Übertippung. Geht nicht, okay. Warte mal, da könnte ich doch mal was probieren. Mach das mal. Aua, wie viel ist wieder eine Stahltür? 8, ne? Oder 6er? Wart. 6, 8 Bat, Frage. 6 Bat. Forge Iron. Stell dir Frage. Erkläre. Ich komm erstmal wieder nach Hause, ich hab den scheiß Airdrop verpackt. Danke und die PK. 10. Ach, fuck you, Game. Ja. Probier jetzt mal was. Später mal holen. Nehmen an mich, Airdrop finden. Mach doch so eine Markierung. Skill in Netherworking ist now 22. Nice. Very nice. Eine Markierung. Ja. Ungefähr hier könnte es sein. Umkreis 200 Kilometer. Check. Check. Check oder Jack? Check. Don't Check. Feed the Bears Challenge, da habe ich irgendwie Angst vor. So weit bist du gekommen? Wie? Was? Wo bist ich du? Frage ich nicht, bin runtergefallen vor Schreck, Mann. Scheiße. Okay. Aber so, ich probiere jetzt mal was. Mit Jack weiß, wo er durchrennen muss. Geht. Eine Tür. Was? Eine Tür. Jack, was jetzt? Sie müssen unbedingt hier durch. Ja, da weiß Jack von der Entfernung schon, wo er durchrennen muss.
Ah, gut, Screenshot. Gut. Das ist wie bei der Monolith bei Odyssey 2001. Scheiße. Beaker hatten wir ja noch, oder? Ja, auf jeden Fall haben wir zwei. Beaker, ja, ich glaube schon. Ja. Beaker. So, Jack. Komm mir doch. Jack. Captain Beaker. Du hast jetzt hier ein. Ist wie so ein. Ich hänge fest und ich backe in die Tür. Das so geht vielleicht doch nicht gut. Das ist keine gute Idee gewesen. Ich habe Blut im Gesicht. Oh, dann kannst du das Blut aus dem Gesicht tupfen. Kennt ihr Nelson? Captain der würde sagen. Haha. Das ist Nelson. Haha. Ich bin echt gespannt. Tag 28, noch 24 Stunden. Ich baue etwas noch mehr Spikes. Dun, dun, dun. Ich baue noch mehr. Blueberry Pie. Ich werde den ersten ein anderes Let's Play. Dankeschön. Was? Was? Ja, dieses, er macht immer subversiv Werbung für Toulon Wolves. Ach so, Unterschwarz. Muss ich ja noch angucken. Bitte? Die 24 Toulon wer? Wolves? Wer nennt sich denn so? Wie alleine kann man denn sein, wenn man zu zweit ist? Was? Toulon, ja. Ich war echt verdammt lange. Nein, eigentlich ist die Serie Lonely Hearts, aber das haben sie dann wegen dem Gay-Faktor haben sie das abgestellt. Lonely Hearts. Love in the Apocalypse. Ja, ganz wichtig an dieser Stelle, wir sind nicht homophob und es war ein schlechter Witz auf Kosten meinerseits. Jax. Und Schröber. Und Schröbers Veranlagung. Jack mag Celine Dion. Jack singt Celine Dion. Das war nicht Celine Dion, man. Das ist, Was? Bodyguard. Na. Ach, der Houston. Naja, der Whitney. Whitney hat Houston. Da Whitney. Oh, da liegt der Tommy. Sprechen wir gerade von Whitney. Der liegt da Tommy gerade. So. Gleich wieder da. Hat euch keinen Sorgen. So, ich hoffe, dass das mit der Ecke jetzt hinhaut. Ich hab gedacht, du stehst jetzt auf und gehst kurz weg. Ey, wenn dir jemand die Spitzen fällt, da kannst du nicht mehr hier schön loshoppeln wie so ein Hase. Jetzt hab ich ihn verstanden. Jetzt die ganze Meine Fresse, ist das eine Hütte, oh. Da kriegst du Angst. Vor deiner Hütte? Wo bist du denn? Ich versteh's auch nicht. Ich bin jetzt bei Serendipitis Hütte. Hast du die Tür angeguckt, die ich gesetzt habe? Noch nicht, ich komme noch. Warte. Warte bitte. Nicht schlecht. Ich gucke mir jetzt die Quest an mit dem Bären. Glück. Ja, mach das mal. Howdy, okay, friend. Pass auf, ich probier's. Würde gehen. Super. Toller Plan. Aber ist echt ein bisschen eng hier, ne? Aber gut, das ist halt Minias. Das ist halt echt Rotze, kill some ne? Beers. Ich muss einen Bär, Ja, viel Spaß. Ich hab's jetzt nicht angenommen. Einen oder wie viel? Ja. Kill mach some das. Beers. Ich weiß nicht, wie viel, ich hab's nicht angenommen. Ob man dann, trinke drei Bier. Ach so. Ah. Okay. Ja, das kann ich. Trink so many Beers. Der hat echt die Tür zugemacht. Habt ihr euch mal die Tür von Serendipity angeguckt? Kann das immer entgegen? Deswegen hat sie mal gesagt, ich krieg die Tür nicht zu. Nee, die hat hier. Hä? Was ist das für ein Scharnier hier außen? Ist die kaputt, die Tür? Es ist 19 Uhr und wir. Komm jetzt. Hey, passiert doch nichts. Wir haben Tag 27. Was kommt da schon? Was ist mit dir ja, los, Roland? 28. Also, der Pool geht nur halb voll. Das ist. Kannst du es nicht oben an die Ecken kippen? Nee. Wie viele Eimer hast du da? Ich hab 6 Eimer. Was brauchst du hier für Pilze? Hä? Mach dir das mal eine unendliche Wasserquelle. Du Witzbold, du. Was meinst Nimm du? Mal das, mein? Füll mal 6 Eimer, bitte. Hab ich. Nicht. Hab ich. Pass mal, hast du Woodframes? Was willst du jetzt machen? Ein Viererblock. Der muss dein Ofen. Ja, dein Ofen, genau, Mines. Mhm. Dein Guck mal, ich kann den jetzt da ran und dein Nee, pass mal. Auf. Geht nur eh Nimm noch mal weg. Füll mal alle Eimer auf. Einfach mal alle füllen. Willst du sehen? Das geht nicht. Füll doch mal bitte alle Eimer auf. Ich schau dich jetzt noch einmal. Zucker. Was war das jetzt? Der war gut. So. Oh, hier ist schon. So. Hier ist schon mal, unendlich. Geh mal weg da. Ja, dann füll mal auf. Ja. Nu? So, kipp. Ui. Okay, wir wohnen alle bei Wodan. Ja, genau. Was ist jetzt? Dass du da zuflutest, du Arsch. Oh, das ist nicht gut. Na super. Dreck in deinem Pool. Und ich mach das weg. Hast du schon? Nee. Gottes Willen.
Das ist unter Wasser. Runter? Echt? Aha. Ist der Pool so tief? Die Mine, die Mine. Komm raus, Jack. Komm raus. Du weißt, wie das endet. Du trinkst wieder draußen, dann haben wir Diarrhoe und dann ist alles irgendwie scheiße. Ja, das ist okay. Du, das geht übrigens nicht hier so, weil du hast unten. Was sind jetzt? 5 Wut liegen hier rum. Mias? Ja. Hier unten ist einer frei. Du kannst quasi unten drunter durch. Ah? Ganz was? Fünfzeisig so. Hier Wasser kickt jetzt an. Kipp mal gegen die Fünf gegen. Zack, geht durch. Hast du gesehen? Ach, Lüte, scheiße, es fließt durch. Das ist kacke. Das war aber jetzt alles nicht so schlecht. Aber das ist gar nicht so schlecht jetzt, oder? Jetzt ist wieder so weg. Schlecht. Ja, jetzt zapf mal eine Stelle ab, wo du. Yo? Das ist praktisch eine Niagara-Fälle hier. Probieren wir hier. Ach, wisst ihr was? Wir machen hier Experimente und reden die ganze Zeit und keiner guckt auf die Uhr. Das ist echt ein Unverschämter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns da wieder. Wenn wir die ganzen Folge kriegen, wird die Horde kommen und uns drüber rennen. Wir werden es nicht sehen, weil Wodan wird uns alle retten. Bis dahin, zur nächsten Folge. Tschüss. Mann, der kann doch die, wenn ich hier übertreibt, immer Maß. Ich hab grad Angst gekriegt, die Krise bei so einem Scheiß. Tschüss.